Hallo, liebe Freunde, wieder mal beim AG-Spiel und zwar beim Let's Play. Heute mit einer, ja, mit einer suchenden Folge. Wer sucht, der findet, denn wir beschäftigen uns heute mit der AG-Suche. Und zwar, ich habe es ja schon ein paar Mal erklärt, die AG-Suche mannigfaltig, sie gestaltet werden kann. Aber es gibt auch eine AG-Suchfunktion im Spiel. Auf die bin ich ja noch nicht eingegangen. Ich wurde jetzt auch wieder angeschrieben, öfter mal. Und da ich sie selber kaum nutze, also ich nutze sie schon, aber nicht so häufig, habe ich mich natürlich immer davor gesträubt, das nach hinten geschoben, diese mal zu erklären. Denn wenn man da mal draufklickt, alleine schon... Da, achso, was habe ich hier noch was in der Voreinstellung? So, dann sieht man verschiedene Felder und Euros und Prozente und Stück und Tage und hin und her. Und das wollte ich natürlich mal, ja, das ist für viele ein bisschen verwirrend, gerade wenn es um diese Bereiche geht. Kurs minus BW geteilt durch Kurs, also das Verhältnis vom Kurs zum BW, das Verhältnis vom Geldkurs zum Kurs und vom Briefkurs und so weiter und so fort für die Premium-Pakete auch zum FP, die Kurse. Und das möchte ich natürlich einmal präsentieren, wie das Ganze jetzt hier ablaufen kann. Also ich habe hier noch Minus, deswegen sind noch nicht die vollen AGs. Wir sind jetzt bei 942. Und da, bevor wir da aber starten, ich bin ja auch nochmal selber hier Spieler. Ich gucke ja auch fast immer nur zu den Aufnahmen in diese AG. Deswegen einmal kurz einen Blick aufs Depot. Aha, alles noch sicher hier. Schuhe. Keine Liquidation drin. Okay, hier haben wir gute Kurse. Naja, Gut, die Großen halten sich ja sowieso relativ stabil. Da muss man ab und zu natürlich auch mal aufpassen, ob da nicht irgendwelche Ausreißer sind. Ja, wir haben hier die kleinen Pakete. Ich habe nicht so viele, also ich muss auch mal wieder ein bisschen handeln gehen. Ich habe hier ein schönes Anleihenpaket gerade. Hier am 23.05. läuft es aus. Bedeutet, ich habe am 13.05. gezeichnet. Ich mache es nämlich immer für 10 Tage. 8 mal 100.000. Optimales Paket für Newcomer. Immer wieder erwähne ich das. Das mache ich auch. Ja, es nervt vielleicht ab und zu, dass ich das immer wieder erwähne. Aber es ist unheimlich wichtig. Und ich habe hier einen schönen Kurs von 1,23% mitgenommen. Da gucke ich nochmal drauf. Anleihen zeichnen. Das war nämlich eins der Hochphasen. Die habe ich mit abgegriffen. Wir haben hier so drei hohe, also in den letzten Tagen oder Wochen, drei hohe Pakete erwischt. Einmal war es 1,3, 1,25 und 1,27 jetzt, dato heute. Ne? Also jetzt hier, 1,27. Wir sind gerade wieder in so einer kleinen Hochphase. Wer weiß, wie lange es noch hält. Denn, ja, man sollte auf jeden Fall dabei sein. Jetzt, wer jetzt mit Bargeld übrig hat, noch nicht alle 8 Slots belegt hat, sollte mal zumindest eine 100.000 Euro Anleihe noch zeichnen. Ich habe leider keine Möglichkeit mehr. Ich würde heute gern nochmal dazu zeichnen. Geht aber nicht. Ich muss jetzt warten bis zum 23., bis meine Anleihen wieder auslaufen. Aber immerhin, es läppert sich. Ich bekomme dann mal wieder hier eine schöne Auszahlung. Ich habe 8 mal 13.000 Euro Überschuss, die dann auf mein Konto prasseln. Und das ist natürlich ganz fein. Da kann ich schick einkaufen gehen. Das werde ich dann auch tun. Vielleicht auch mal nach einer Aufnahme mal gucken. Wir gucken aber ins Depot mal schnell noch hier. Hier die GEMA. Ich habe mir natürlich Anteile der GEMA gekauft. Muss man haben, ne? Also man muss Anteile der GEMA haben, damit man auch im Let's Play Musik machen kann. Deswegen habe ich mir die Aktien gekauft. Ja, also wir gucken mal drauf. Also GEMA drauf. Und schon sehen wir hier, ich habe für 43.000 Euro GEMA-Anteile. Damit kann ich also lange, lange Musik machen. Und ja, der Vorstandsvorsitzende heißt auch GEMA 86, ist vielleicht ein Hinweis auf das Geburtsjahr oder auf die Monatsbeiträge, die mindestens anfallen, wenn man Musik spielen möchte. Ja, nun denn, nichtsdestotrotz, wir gucken mal rein. Wir haben jetzt hier einen Verkaufskurs, ja, 3,99, 200 Stück ist natürlich nicht die Welt. Ich habe ja 13.529, wir können ja nochmal gucken hier, na, das ist ja ein Premium-Feature, da gucke ich mal nicht drauf, aber Kontoauszug, Depot... Wir gucken uns das Depot an hier von der GEMA. Ja, solide, große Pakete, mittelgroße, ja, wir haben hier auch junge Pakete dabei, gut gestreut, kleine Pakete und ein schönes Anleihendepot im Aufbau auf 2 Tage verteilt, wunderbar. Das heißt, wir behalten noch etwas, das, ja, wir wollen noch etwas halten. Vielleicht kriegen wir hier sogar noch ein paar Pakete, am 28.04. ist die Aktiengesellschaft gestartet.
und relativ aktiv mit Handelsaktivität 42%. Gerade vor 2 Tagen mal online gewesen, kommt bestimmt nochmal rein, denn die GEMA guckt ja immer, ob alle Gebühren gezahlt sind. Das wird also passieren. Ich guck mal, vielleicht lasse ich mir auch nochmal ein lustiges Logo einfallen für die GEMA, wenn der Vorstand das jetzt gerade sieht. Also melde dich einfach mal, wenn du Bock hast. Ich kann vielleicht mit dem Logo etwas aushelfen. Da lasse ich mir dann was Witziges einfallen. Ja, mal gucken, wenn ich Zeit habe. Jetzt muss ich aber erstmal eine Aufnahme machen. Nun denn, wir gehen weiter. Wir haben hier die Suche und da wollen wir auch gleich loslegen, denn wir wollen, dass natürlich so schnell es auch gehen kann, habe ich was vorbereitet und das ist etwas erklärungsintensiv, weil ich wollte jetzt eine Sache verdeutlichen. Ich muss, glaube ich, ist das schon wieder übernommen worden. Ah, so, 942 AGs. Ich habe auch eine Zuschrift bekommen mit einem Screenshot und dort war eine 0 abgebildet. 0 AGs gefunden. Und hier war der Buchwert bei 2 Millionen Euro. Also da wollte einer gezielt einen mindesten, also einen, den kleinsten Buchwert haben von 2 Millionen Euro und hat danach gesucht und hat dann gesagt, ich möchte dann bis 5 Millionen Euro. Und das war dann so die Suche, dann wären ja 109 Aktiengesellschaften bei einem Buchwert zwischen 2 und 5 Millionen Euro. Was aber der, und dann stand hier aber trotzdem 0 AGs gefunden. Und er hat hier variiert, 3 Millionen, 2 Millionen und da kam die große Frage, warum mache ich was falsch? Ist die Suchfunktion kaputt? Soll ich ein Ticket aufmachen? Gleich mal jeden Admin hier nerven. Ne? Also es war hier, ich habe den Screenshot angeguckt, es war hier eine 1 drin. Hat man übersehen, ne? Oder derjenige hat übersehen. Oder diejenige. Ich habe ja, man weiß ja immer hinter einem Vorstandsvorsitzenden, hinter einem Namen nicht, ob es nun eine Sie oder ein Er ist. Also es kann natürlich, nehmen wir es mal geschlechtsneutral, Vorstandsvorsitzenderinnen hat mir diesen Screenshot geschickt und wenn man hier eine 1 drin hat, bedeutet es ja, es ist in der Filterfunktion eingebaut, dass man eine Aktiengesellschaft haben möchte, die die bis zu einem Tag alt ist, also ein Tag alt, und zwischen 2 und 5 Millionen Euro Buchwert hat. Dass das nicht funktioniert, selbst wenn man das offen lässt, hier, selbst wenn man da 1,5 Millionen Euro einträgt, 0. Warum? Weil man mit einer, nach dem ersten Tag mit 1 Million Euro startet und die meisten Geldanteile sind noch in den Startanleihen drin. Das heißt, man hat mit dem Restkapital, was man zur Verfügung hat, kaum überhaupt generell und gar nicht. Ich will es nicht komplett ausschließen. Also wenn man jetzt nach der ersten Anmeldung am ersten Tag daytradet und Glück hat und was nicht alles und sollte man es vielleicht schaffen, ich glaube eher nicht, ich habe es noch nicht gesehen, aber 1,5 Millionen Euro zu erreichen, das heißt 500.000 Euro nach dem ersten Tag Gewinn zu erzielen, das ist das gewesen, der Fehler. Nimmt man hier die 1 raus, ist die Welt wieder in Ordnung. Deswegen guckt jedes Feld, es kann auch mal sein, dass hier plötzlich ein Minus drin steht. Ja, Minus, das sieht man so gar nicht. Und dann gibt man hier Sachen ein und findet irgendwie nichts. Immer 0 AGs, 0 AGs, genervt hört man auf. Und was man hier drin hat, das fällt gar nicht richtig auf, ne? Ein Minus. Also jedes Feld kontrollieren, ist es leer? Geht es also zickzackmäßig nach unten durch? Wäre auch mal vielleicht ein toller Vorschlag, indem man hier so einen Button einfügt, alle Felder löschen, zack. Und dann, weil meistens auch, selbst wenn man mit F5 aktualisiert oder man geht raus, einige Browser sind so eingestellt, dass die letzten Eingaben, die dort drin waren, wieder erscheinen. Also die sind dann wieder drin in den Feldern. Deswegen guckt manuell, je nach Browser, guckt einfach mal zickzackmäßig alle Felder durch. Wenn dann alles auf 0 steht und ihr habt hier die maximale, das ist die Gegenkontrolle, wenn die maximale Anzahl der Aktiengesellschaften, die hier dann auch steht, diese beiden vergleichen, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Dann habt ihr ja die maximale Anzahl da und dann sind alle Felder leer. Da kann man auch schön hier, da 942 zu 942. Here we go, wir haben es geschafft. Ja, nun möchte ich aber hier, ich brauche jetzt sicherlich nicht erklären, nach AG-Name suchen, nach Spielername suchen. Also wenn man jetzt hier, also was links steht, wird rechts eingetragen und dann drückt man hier unten auf Suche starten. So kann man hier noch so ein bisschen Filter einstellen nachher, wenn das Ergebnis feststeht. Also Spielername brauche ich auch nicht erklären. Ich glaube, der Hauptpunkt, warum ich das jetzt hier mache, das sind die vielen Nachrichten. Wie soll ich das jetzt, was ist da gut und wie soll ich das jetzt eingeben? Diese Prozente, die hier stehen, Kurs minus BW zum Kurs, das heißt das Verhältnis zum BW, dann das Verhältnis zum Geldkurs, das Verhältnis zum Briefkurs, wie sind die Prozente, was muss ich da eintragen? Und einige übersehen, dass dort auch negative Prozente eingetragen werden können, denn es ist ja auch negativ, das Verhältnis kann ja auch negativ zum Kurs sein, nicht nur positiv. Und da werden dann die wildesten Sachen eingetragen und am Ende findet man doch nicht das, was man haben will. Deswegen habe ich eine Sache vorbereitet. Zu diesen Paketen hier
Das ist hier oben versteckt. Das klicke ich gleich an. Und zwar die ganzen fünf Varianten Kurs-BW, Kursgeld, Kursbrief, Kurs-FP und Kurs-FP30. Bedeutet Geld und Brief nochmal schnell zur Auffrischung für alle. Geld ist das Paket, wo ein Kaufinteressent ein Angebot macht. Ich hätte gerne diese Aktie, jetzt in diesem Fall die GEMA, zu 2,67 Euro. Der Briefkurs ist der Kurs, wo ein Verkäufer bereit ist. Erstmal das niedrigste Angebot, das zählt da drin. Man könnte nochmal im Orderbuch gucken. Ja, da ist so die nächste, ist bei 4,05 Euro, dann noch eine für 4,05 Euro. Also hier sieht man ja schon mal, was da noch für Orders kommen. Also wir haben hier 3,99 Euro, da würde jetzt gerne jemand 200 Stück verkaufen und der faire Preis liegt bei 2,47. Aber diese drei Faktoren sind ja erstmal wichtig, um das zu verstehen. Na, dieses hier, Kursgeld, Kurs, Kursbriefkurs und so weiter, die Verhältnisse. Dafür habe ich mal Folgendes entwickelt. Und jetzt keinen Schreck kriegen, nicht panisch gegen den Bildschirm hauen oder abhauen oder umschalten oder sowas. Also es ist keine Werbeeinblendung. Ich habe versucht, es auch grafisch darzustellen und das dann parallel zu erklären. Hier sind diese fünf Berechnungsbeispiele mit den Prozenten, die man eingeben soll. Und also Kurs BW geteilt durch Kurs, das Verhältnis zum BW, Verhältnis zum Geld, zum Brief, zum FP, zum FP30. Alles immer im Kursfaktor. Und hier unten habe ich eine Beispielberechnung aufgebaut. Bedeutet, ergo, für jede Zeile zählt das natürlich, ist jetzt der Buchwert, also der BW, bei 150 Euro und der Kurs liegt bei 100, muss man ja 100 minus 150 durch 100 teilen, ergibt minus 50%. Und diese minus 50%, das bedeutet, dass das Verhältnis zum Kurs, dass der Kurs sozusagen 50% geringer ist als der Buchwert. Und da muss man natürlich drauf schauen, was hat das jetzt für eine Auswirkung, für ein Ergebnis. Und wenn jetzt zum Beispiel der Buchwert kleiner wird, dann nähern wir uns ja der 0%. Bedeutet, wenn der Buchwert gleich Kurs ist, ist die 0% erreicht. Steigt das ganze Paket vom Kurs, das heißt, ist der Kurs höher als der Buchwert, gehen wir hier in den kalkulatorischen Plusbereich. So, und der kalkulatorische Plusbereich ist nicht effektiv gut, sondern das ist ja das, was viele immer sehr verwirrend machen. Also ich will ja nicht unbedingt, dass mein, das kriege ich hier eine Nachricht. Habt ihr das gerade gehört? Ich habe gerade eine schöne Nachricht bekommen. So, sei schlau und mach dein Handy auf lautlos, während du Let's Play aufnimmst. So, und das ist es auch. Wer war das überhaupt? Soll ich mal sagen, wer es war? Ich sag jetzt, wer es war. Es war mein Vater. Ja, seit mein Vater WhatsApp für sich entdeckt hat, bin ich selbst auf dem Klo nicht mehr sicher. Also wer nimmt sein Handy mit aufs Klo? Ja, ich vielleicht, ab und zu mal. Wenn es länger dauert, entweder ein Snickers mitnehmen oder ein Handy. Ja, wenn es mal wieder länger dauert. Ja, jetzt haben wir genug Werbeeinblendung wieder gebracht. Also Handy auf lautlos und weitermachen. Das schneide ich jetzt auch gar nicht raus, denn das geht auch gar nicht, denn ich kann ja die Aufnahme, sonst müsste ich die wieder von vorne anfangen. Also verzeiht mir den kleinen Klingelbömmel, wenn ihr den überhaupt gehört habt und vielleicht lese ich die Nachricht gleich auch nochmal vor. Mal gucken. Das wäre auch nochmal ein Ding. Ich blende da auch ein Foto von meinem Vater ein. Sehr schön, ja. Und schicke ihm den Link und sag hier, wenn du mich nochmal abends anäppst, dann tauchst du auf YouTube auf. Ja. Gut. Wo wollte ich überhaupt hängen bleiben? Ja, wir sind jetzt hier zum Beispiel, dass wir natürlich erstmal bewerten und suchen wollen, was wollen wir überhaupt? Also wollen wir, dass der Buchwert hoch ist und der Kurs klein oder andersrum? Das sind nämlich die großen W-Fragen. Was will ich? Wann will ich es? Also ist auch mal so ein Zeitfaktor. Wann will ich überhaupt kaufen? Da kann man nämlich auch den Filter so ein bisschen drauf einstellen. Wann habe ich das Kapital zur Verfügung? Wie ist die Entwicklung der Aktiengesellschaft? Dann, wie ist die Aktiengesellschaft aufgestellt? Also das bedeutet, rein durch die Suchmaschine, durch diese Suchfunktion ist nicht zu 100% gesagt, dass man dann genau die AG findet und sofort kaufen sollte, sondern man muss nach jeder AG-Suche und nach dem Einstellung des Filters natürlich auch nochmal draufschauen. Man sollte sich das Datenblatt, das Depot, das Kaufverhalten, die Aktivität, also die Suchfunktion ist nur eine Hilfe, um eine eingegrenzte Zielgruppe zu finden, um sie dann natürlich auch erstmal komplett analysieren zu können und vielleicht zu kaufen oder ein Verkaufsangebot zu starten. Nun denn, wir haben jetzt also hier erstmal minus 50%. Wenn jetzt zum Beispiel der Buchwert unglaublich hoch ist und der Kurs gering ist, dann würde ich hier, deswegen die Daumen, dann würde ich eventuell, wenn der Fall kommt, minus 50%, eventuell zu einem Einkauf tendieren.
weil ja der Buchwert im Verhältnis zum Kurs extrem hoch ist, so könnte ich vielleicht unter Umständen, natürlich nach einer Einzelprüfung, einen Vorteil erwirtschaften, indem ich natürlich unter dem BW einkaufe. Das kann auch, also nicht unbedingt ist immer der faire Preis unglaublich wichtig, sondern man kann auch mit dem Buchwert gute Spekulationen erzielen, indem man unter dem Buchwert einkauft und darauf spekuliert, dass man natürlich nahe des Buchwertes oder weit über dem Buchwert wieder verkaufen kann. Daran orientieren sich viele, die vielleicht den Premium nicht nutzen und orientieren sich ein bisschen an der Kursentwicklung und am Verhältnis zum Buchwert. Deswegen ist das auch ein ganz spannendes Thema mit dem BW. Und verkaufen würde ich vielleicht nicht unbedingt jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn der Buchwert hoch ist und der Kurs so gering ist, da würde ich eventuell halten oder sogar noch zukaufen. Deswegen der Daumen nach unten. Das ist jetzt so meine kleine Kurzanalyse zu der Beispielberechnung. Wenn wir hier plus 50% haben, das bedeutet hier unten, da ist der Buchwert bei 50 Euro, in Beispiel, und der Kurs bei 100 Euro. Bedeutet, wir haben hier also einen doppelt so hohen Kurs. Die Aktie ist doppelt so teuer, wie eigentlich der Buchwert der Aktiengesellschaft ist. Und dann würde ich natürlich vom Einkauf im ersten Schritt erstmal abraten. Oder ich selber sage, nein, da kaufe ich nicht, ist mir zu teuer. Ich kaufe doch nicht für 100 Euro einen Buchwert von 50 Euro. Wo kommen wir denn da hin? Das so als grobe Tendenz. Hier sieht man natürlich auch nochmal die Schritte. Wenn er jetzt hier bei 90 liegt, sind wir bei 10% und so weiter. Dass man die Entwicklung sieht, wenn der Buchwert und der Kurs gleich sind, dann sind wir bei 0%. Und so entwickeln wir uns Richtung Plus und Minus. So habt ihr das mal grafisch dargestellt. Und beim Verkauf wäre ich vielleicht dabei, dass ich sage, ich könnte aus meinem 50 oder aus meinem 50 Euro Buchwert, den ich ja durch die Investition halte mit der Aktie, könnte ich 100 Euro machen. Vielleicht lohnt sich das. Kommt natürlich auf meinen Einkauf drauf an. Was habe ich vielleicht vorher bezahlt? Also wenn ich am gleichen Tag 110 bezahlt habe, würde ich bei der Konstellation natürlich nicht bei 100 verkaufen, logisch, weil ich dann ja 10 Verlust mache. Ich würde dann wahrscheinlich erstmal ein bisschen abwarten und mal gucken, was so passiert. Aber das mal im Einzelfall. Und dann haben wir den Kurs minus Geld, das heißt das Verhältnis zum Geldkurs. Und das bedeutet hier wieder rauf und runter gerechnet Kaufangebot und Verkaufsangebot. Und wie verhält sich das jetzt, wenn jetzt der Geldkurs bei 150 liegt und der aktuelle Kurs aber bei 100, dann wäre theoretisch gesehen jemand bereit, ich will unbedingt 150 ausgeben für einen aktuellen Kurs, der bei 100 liegt. Natürlich völlig utopisch. Das ist bescheuert, aber ich will es ja in dem Beispiel bringen. Wären wir jetzt bei minus 50% und da wieder das klare Signal, bei minus 50% würde ich von einem Einkauf eher abraten. Also wenn jetzt jemand... Also ich würde das Kaufangebot nicht reinsetzen. Ich würde versuchen, zum Kurs zu kaufen. Da kommt natürlich vielleicht auch wieder das Verhältnis zum BW zu tragen, um das mal gegenzuprüfen. Deswegen Daumen nach unten, Daumen nach oben. Wenn ich jetzt hier beim Geldkurs jetzt hier plötzlich im positiven Bereich liege, könnte man natürlich sagen, verkaufen. Und auch einkaufen ist zu empfehlen. Denn das ist natürlich auch eine interessante Geschichte, wenn der Geldkurs jetzt plötzlich bei 50 liegt und der aktuelle Kurs bei 100, könnte ich mich vielleicht dazwischen da drauf hängen. Ich setze mich vielleicht auch mal auf die 50 Euro, vielleicht biete ich 60 Euro und das ist ein Einkaufssignal. Und so das gleiche mit dem FP, was natürlich auch wieder utopisch ist. Wenn ich jetzt einen fairen Preis habe von 150 Euro und der Kurs liegt bei 100, entweder ist irgendwas mit der Aktiengesellschaft los, die ist kaputt oder stürzt ab oder hat sich gerade an dem Tag mit Zertifikaten verzockt ohne Ende. Die Tendenz sieht so aus, dass der FP vielleicht sogar auf unter 100 Euro sacken könnte. Dann sind die Notverkäufe, dann wollen sie alle loswerden, die treiben sich gegenseitig die Kurse runter und deswegen kann es auch mal sein, dass ein Extremabfall der Kurse weit unter den FP rutschen kann. Äußerst selten, aber nicht jedes Angebot, deswegen jedes Angebot unter dem FP ist gut. Prüft es bitte. Also da müsst ihr drauf gucken. Es kann auch sein, dass ihr wirklich was kauft und das am nächsten Tag weitaus schlechter dasteht. Dann habt ihr umgerechnet eigentlich einen riesen Verlust gemacht. Ne? Nicht jede, deswegen, es hangeln sich alle immer so an dem fairen Preis. Und ja, es ist ein Premium-Feature. Ja, er hilft auch etwas. Es macht auch Spaß, damit zu arbeiten. Man kann, es vereinfacht doch einiges. Aber es ist nicht das Nonplusultra, um eine Aktiengesellschaft zu bewerten. Da zählen viele, viele andere Faktoren dazu. Das macht nur einiges ein bisschen einfacher und spart vielleicht ein bisschen Zeit. Ne? Aber das ist nicht unbedingt das Maß aller Dinge, sich am FP zu orientieren. Ne? Also es gibt da viele Aktiengesellschaften, die haben
weitaus mehr Gewinne erwirtschaftet ohne Premium, als jemand, der mit Premium sich nur am FP orientiert. Und er wundert sich, warum er nicht so ein Wachstum hat wie jemand ohne P. Ne? Also wie P wie Panik, also P wie GEMA. Nee, P wie, ne, Moment, da, so, da, ich hier, da, Premium. Ne? So. Hat nichts zu sagen. Ne? Also Premium ist nicht immer gutes Wachstum. So. Dann habe ich hier noch den Kurs zum FP30, die, also die, das Verhältnis sozusagen zur Entwicklung des FP30. Das heißt, das ist natürlich ganz extrem, wenn ich da einen FP30 habe von 50 und der Kurs liegt bei 100, dann habe ich irgendwas geht da ganz schief. Dann müsste der FP ja noch weiter runter liegen. Also da ist im Plusbereich so ein ganz große 2 Daumen hätte ich hinmachen müssen oder 6 Daumen. Denn wenn der faire Preis so eine Entwicklung hat und der Kurs doppelt so hoch ist wie der FP30, bedeutet ja ergo, dass selbst wenn ich jetzt für 100 kaufe zum FP30, dann würde ja in 30 Tagen gerade mal 50 Euro erreicht werden, wenn die Aktiengesellschaft überhaupt auch so weitermacht und das auch natürlich weiter fortführt. Das heißt, das ist also ein Long-Holding-Geschäft, was ich hier angehe, wenn, ja, das kann verschiedene Gründe haben. Also die Tabelle hoffe ich, dass die, ihr könnt ja noch ein bisschen drauf gucken, ihr könnt ja auch auf Stopp drücken, dann macht ihr parallel nochmal die Suche auf und guckt euch das nochmal an, parallel dazu. Also das sind natürlich alles keine verbindlichen Daumen, sondern eine leichte Tendenz, die ihr mit den Prozenten erkennen könnt, dass ihr jede Zeile einfach mal so versteht, dass ihr nach der Entwicklung bis 0%, was passiert, wenn er hoch ist, wenn er niedriger ist als der Kurs und wie sieht das Verhältnis aus. Und ihr solltet sehen, dass man in der Suche auch negative Prozente eingeben kann, weil das kommt nämlich hin, wenn man weitaus höhere Faktoren, also die Berechnungsfaktoren sind hier ja BW, Geld, Brief, FP und FP30, wenn diese Kalkulationsfaktoren abweichend sind, sind die Abweichungen ins Positive und Negative natürlich auch bei den Prozenten positiv und negativ. Das ist alles extrem kryptisch jetzt, aber diese Tabelle hilft vielleicht auch einem nicht mathematischen Spaßvogel drauf zu gucken und zu sagen, ah, jetzt hat es doch Klick gemacht. Und das sollte eigentlich so die Ich-hab-jetzt-Klick-gemacht-Tabelle sein. Okay, dann gehen wir da mal weg. Ihr habt genug Daumen gesehen und wir gehen jetzt einfach mal in die Sache. Wir können natürlich immer noch mal wieder hinblättern hier. Das machen wir jetzt auch gleich, denn wir wollen einfach mal was suchen. Wir suchen jetzt einfach mal Kurs zum BW, sozusagen das Verhältnis zum Buchwert. Und ich möchte jetzt hier zum Beispiel 2 Sachen ausprobieren. Einmal minus 50 und plus 50 oder die Tendenzen. Das bedeutet, ich will den Buchwert hoch haben, ist minus und niedriger Buchwert ist dann plus. Ich will jetzt also erstmal hier den Buchwert. Ja, ich will jetzt hier aber, es muss mindestens, also von minus, da seht ihr schon die Unterschiede. Das heißt, wenn bei 942 man hier alleine schon ein Minus eingibt, minimiert sich das Feld schon mal. Also ihr müsst ab und zu mal das Feld wechseln. Es kann sein, dass wenn ihr was reintippt, keine Veränderung da ist, aber dann einmal kurz hier hinklicken, irgendwo anders hinklicken, Runde rausgehen, Kaffee trinken und wiederkommen, dann hat sich das auch angepasst, ja, je nachdem, wie schnell ihr klickt. So, und da möchte ich jetzt hier mal haben, ich möchte ein Verhältnis haben von 30 bis plus 10. Das minimiert sich hier schon auf 266. Also das bedeutet ergo minus 30 plus 10. Minus 30 ist hier ungefähr, das heißt, der Buchwert ist leicht über dem Kurs. Da findet man auch, also ich kann das gleich mal in beides im Minusbereich machen, also minus 50 bis minus 10. Ich glaube, das wird minus 30 bis, das lasse ich mal so, bis minus 10. Das sind nur noch 33 Aktien. Also bedeutet also, dass es gibt zwar jetzt Aktien, wo der Buchwert weitaus höher oder höher ist als der Kurs, aber es sind nicht ganz so viele. Daran könnte ich schon erkennen, dass sich die Kurse am Markt auch am Buchwert orientieren, dass der Markt nicht unbedingt sagt, ach, scheiß auf den Buchwert, ich kaufe einfach irgendwas. Und also der Markt, das ist der Beweis sozusagen, auch das, was auch logisch ist, dass sich der Markt so ein bisschen am Buchwert orientiert, ne? Und nicht nur immer am FP. Ich starte mal die Suche und habe jetzt hier die ganze Auflistung von den Aktiengesellschaften. Ich werde jetzt einfach hier, ja, MC Becker AG, ja, das ist doch gut, Wackeldackel AG. Ja, das ist Wackeldackel. Ich glaube, Wackeldackel ist das schon ganz neu. Ne, das ist wieder hier 15.08.2013. Mir fehlt immer noch ein animiertes Logo. Ne? Ich habe ja schon versucht, mal einen zu basteln, denn ich finde es Wackeldackel AG, ja. Hans Wacker mit der Wackeldackel AG. Und die Wackeldackel AG sieht auch im Kurs sehr wackelig aus, aber da nickt der Hund immer rauf und runter sozusagen.
Und jetzt sehen wir doch mal, was wir hier gesucht haben. Wir wollten ja jetzt, suchen. Also Buchwert ist positiv über dem Kurs und in dem Bereich. Und was haben wir hier? Wir haben einen Kurs von 2614,44 Euro, sogar unter FP, aber das haben wir ja nicht gesucht, sondern wir wollen den Buchwert haben. Wir scrollen runter und sehen einen positiven Buchwert von 3074 Euro. Bedeutet, wir haben genau den Treffer gelandet. Wir haben also jetzt eine Aktiengesellschaft gefunden, die vom aktuellen Kurs auch interessant sein könnte. Jetzt ist natürlich der Brief immer interessant. Also das ist ja hier nicht zu finden. Also wenn ich jetzt eine Kennzahl suche, ich will jetzt den FP, das wollen ja einige gerne haben. Und ich glaube, Radi hat, glaube ich, noch nie so oft Nein gesagt, wie bei dieser Frage. Radi, kannst du für Premium-Mitglieder nicht das Verhältnis Verhältnis FP zum Brief einbauen? Das würde doch einiges vereinfachen. Ja, wenn das eingebaut werden würde, dann bräuchten wir, glaube ich, das ganze Spiel nicht mehr, weil dann bräuchte ich hier nur auf Suche klicken, kaufen und wieder 2 Tage offline gehen. Oder ich mache jetzt noch eine Order-Regel mit Suchfunktion, wo der Brief zum FP ins Verhältnis gesetzt wird. Also das ist ja logisch, warum ich das meine, denn wenn man damit suchen könnte, dann wäre der Premium alleine schon, dann wäre der Punkt erreicht, wo der Vorteil so groß wäre, dass man wirklich nicht mehr von einem Free-to-Play oder einem No-Click-No-Buy oder wie das auch mal alles bezeichnet wird hier, also keine Vorteile kaufen und Pay-to-Win und wie sie alle genannt werden. Es soll ja fair bleiben für alle, auch für diejenigen, die ohne Premium spielen, und das ist auf jeden Fall möglich. Deswegen, wir haben jetzt hier Buchwert geguckt. Es ist hier aber der Briefwert. Ich könnte jetzt noch für 3047,97 kaufen. Ja, und jetzt ist der Buchwert bei 3074,34. Das bedeutet, ich kann unter dem Buchwert einkaufen. Könnte also gut sein. Ich gucke ins Depot rein. Oh, ich sehe keine Anleihen. Das ist gut für mich persönlich. Das ist natürlich eine persönliche Einstellung. Das heißt, Wackeldackel hat keine Anleihen. Ich gucke aber nochmal rein, warum nicht. Es kann ja sein, dass er hat jede Menge Bargeld. Sehr, sehr viel Bargeld. 18 Millionen Euro Bargeld. Und ich gucke mal auf den Kontoauszug. Und ich sehe, oh, jede Menge verkauft. Hier ist gar große Verkauf angesetzt hier. Wackeldackel verkauft hier, bis die Sparte kracht. Hat Dividenden. Ah, hier wurden Anleihen ausgezahlt. Aber schon am 8. Oh, hat nur noch Verkauf. Ist großer Abverkauf hier bei Wackeldackel. Heute im Angebot, Abverkauf des Depots bei Wackeldackel. Da muss ich gleich nochmal reingehen und gucken. Vielleicht sind ganz interessante Sachen dabei. Also, so kann man über die Suchfunktion ganz interessante Sachen finden hier. Anleihe ausgezahlt, 300.000. Verkauf. Also ich glaube, ich muss zwischendurch mal eben kurz nochmal ins Depot gucken. Was ist denn hier im Angebot? Vielleicht kann ich mir nochmal eben was ins Depot dackeln. Mal gucken. Also 11 Positionen. Nur noch. Sieht aus wie ein Abverkauf, ne? Gasindustrie 97. Ah, ist eine tolle AG, aber leider der Preis ist noch nicht so toll. Also für meine Let's Play AG zum Beispiel nicht. 128.000. Vielleicht schlage ich da noch mit meiner Haupt AG zu. Mit meiner Let's Play AG ist mir das noch zu teuer. Da würde ich sofort in den Keller rauschen. Was hier oben los? BMS, da komme ich unter einem Artikel. Vermutung, Spieler direkten Beteiligung reduziert. Aha. Hier wird gerade wieder fleißig diskutiert über Marktanalysen und irgendwelche Handelsaktivitäten. Nun denn, gucken wir gleich nochmal drauf. Ja, ich soll ja ab und zu mal hier in den Chat gucken, dass man auch sieht, wer online ist. Ne? Huhu, vielleicht schreibe ich gleich ganz kurz zum Schluss nochmal, dass alle mal Hallo schreiben und dann, das mache ich aber jetzt nicht, weil dann komme ich aus dem Chat nicht mehr raus. Ich will ja zum Schluss nochmal die Suchfunktion nochmal fertig machen. Also hier haben wir dann die Suchfunktion Aktiengesellschaft Wackeldackel gehabt. Da gucke ich nochmal ins Depot rein. So, dann haben wir hier was haben wir hier noch Schönes? Da können wir natürlich auch mal die Briefe durchgucken, also die Briefwerte. Das bringt ja auch nichts, wenn jetzt gar kein Briefkurs da ist, wie hier zum Beispiel. Ich habe jetzt eine Habenichts-AG gefunden und da gucke ich auf den Briefkurs und habe nichts. Das passt ja auch wieder wie Arsch auf Eimer. Also das heißt, also es werden gerade keine Aktien angeboten. 980 ist der Kurs und der Buchwert pro Aktie steht bei 1095. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Angebot, rein vom Buchwert her. Und wenn wir drauf gucken, kommt es manchmal hin, und es ist ja auch der Fall hier, dass der FP sogar über dem Kurs liegt. Und zwar um einiges. Also das ist schon wirklich dann ein Wunder. Wir haben hier gerade gut Online-Status verbogen ist er auch, wenn ich jetzt... ja, hier ist er verbogen. Oh, hier geht der Kurs auf. Was ist denn hier passiert? 800, hier geht er leicht drauf.
Also hier war ja eine komische Phase. Aber alles hier, Anleihendepot, alles super, sieht stabil aus, stabiles Wachstum. Also, ne, das ist also sehr spannend. Gucke ich mir nachher auch nochmal an. Ja, außer ich bringe die Folge raus, dann seid ihr schneller. Oder ich gucke erst und dann mache ich die Folge fertig. Ja, so mache ich es. Ja, gut. Ja, haben wir es denn schon? Ja, ich glaube, wir haben es schon. Ne? Also, ihr könnt hier, wie gesagt, die Prozente mit der Tabelle, die könnt ihr euch screenshotten, abspeichern, was abfotografieren. Bitte jetzt. Ja, oder ihr drückt gleich auf Pause, macht das. Wie auch immer. Ist auch nur meine Tabelle, um das einfach mal grafisch zu verdeutlichen. Das ist jetzt nicht unbedingt jetzt hier Verkauf und Keinkauf, immer eine Empfehlung nach der Formel. Aber so könnt ihr wenigstens die Reihen und die Entwicklung sehr gut verstehen. Ich hoffe, das ist einigermaßen gut rübergekommen. Okay, so, dann lasse ich, und das kann man natürlich hier auch beim Brief- und Geldkurs machen. Ich möchte jetzt, dass der Kurs, was möchte ich jetzt haben? 10 bis 50. Ja, ich gehe mal hier auf 30 gleich. 30. So, das heißt also, das soll abweichen 30, 50, aber ins Positive. Das heißt also, das wird gleich richtig spannend werden. Der Geldkurs zum Kurs. So, und da gucken wir doch schon mal. Da sehen wir Geld zum Kurs. Der Brief, den habe ich jetzt ja nicht gefiltert. Ich habe also hier auch positive Pakete. Das bedeutet, ich habe hier leichte, ja, das ist eigentlich nicht sinnvoll. Wenn ich jetzt hier mal Minus davor setze, so, habe ich 0, weil da würde ja jetzt der Geldkurs deutlich über dem aktuellen Kurs liegen. Und das geht systemtechnisch ja gar nicht, weil der immer angepasst wird. Und das deswegen muss ich jetzt mal gucken, habe ich nicht irgendwie 10% mal? Kann das mal sein, dass ich hier mal 10 habe? Bis minus 20? Nee, gut, okay. Das ist natürlich, einige Suchergebnisse mit Prozenten im Minus- und Plusbereich sind ja auch unlogisch, weil sie einfach nicht gefunden werden können. Aber hier kann man einfach mal die Suche starten und man kann dann hier natürlich in meiner Tabelle immer schön gucken. Geldkurs, Brief, Blick drauf werfen, Buchwert pro Aktie, alles klar. Ab in die Aktiengesellschaft, vergleichen und gucken und stöbern. Und so kann man sich dann mit der Suchfunktion so ein bisschen befassen. Und ja, diese Felder, und achtet, wie gesagt, ganz zum Schluss wirklich nochmal, achtet drauf, dass die Felder leer sind. Und ich habe schon so viele Screenshots und so viele Nachrichten bekommen, die Suchfunktion ist kaputt. bitte, sie ist nicht kaputt. Die Gegenkontrolle immer hier. Wenn das da steht, was auch hier steht, natürlich müsst ihr ab und zu mal aktualisieren, weil es kann ja mal sein, dass sich hier ein neuer anmeldet. Dann geht ihr nochmal auf Suche und aktualisiert das, ne? Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, ich gehe mal kurz in den Chat rein. Das ganz zum Schluss nochmal ein spaßiges Ende. So, Leute. Die Aufnahme ist im Kasten. Will noch jemand... ist ja bescheuert, ne? Ich schreibe das und lese das noch vor beim Vorschreiben. Ihr seht das doch jetzt. Ach, Mann. Ich brauche echt noch vielleicht einen Kaffee jetzt noch? Ne, zu spät für einen Kaffee. Will noch jemand einen grüßen? So. So. Ja, so. Mal sehen, was da kommt. Ah, so. Erstmal einen Schluck. Leckere Apfelschorle, ja. Mit naturtrüben Apfelsaft übrigens, schmeckt sehr lecker. In der Mischungsverhältnis 1:3, falls jemand interessiert, ja. Das ist immer sehr lecker. Ja gut, das mal zum Apfelsaft. So, ich grüße mich. Ja, wunderbar. Schöne Grüße. Ach ja, herrlich. Meine Oma... Das ist sehr schön, ist dabei. Also, die Umi von Blue Moon Systems ist gerade gegrüßt worden. Ich bin im Let's Play. Ja, bist du. Ja, so kann's gehen. Ach Mann, jetzt habe ich nicht auf die Uhr geguckt. Könnt ihr mal auf die Uhr gucken und mir kurz eine SMS schicken, wie lange ich schon aufnehme? Das wäre ganz toll. Ich habe nämlich hier überhaupt nichts laufen, was einen Timer angeht. Ich habe kein Zeitgefühl. Ach, Let's Play, wie toll, ja. Ist seit 2 Jahren dabei. So. Jetzt habe ich das C vergessen, ne? U-Oma. Ich bin ein U-Oma. Oh Gott, Hilfe, nein. Ah, so, fehlt noch wer.
So, Leute. Ja. Um was geht's? Auseinandergenommen. So. So, back to Ernst. Achso. Was? Ich bin was? Ich bin böse? Schauten die blöd, ja. Gut, also, bevor ich jetzt hier abdrifte, so Leute, bis später. Ich mache nochmal ein freundliches Wink. So. So, ich warte nochmal kurz ein paar Tschüssis ab. Achso, übrigens, ihr könnt den Chat natürlich auch komplett groß machen, ne? Also, dann seht ihr nur nichts mehr anderes. Also, dann könnt ihr hier natürlich auch mit dem Chat und auch die längere Chat-Historie angucken, falls ihr mal was verpasst habt. Und hier kommen Fragen und die beziehen sich auf Sachen, die ihr nicht versteht in den vier Zeilen. Dann könnt ihr natürlich auch den Chat groß machen. Okay, löst Depot auf. Ja, da gucke ich gleich drauf, Blumon. Ich gucke da gleich drauf. Kaufen sollt ihr verdammt. Ja. Geht los. Also, kauft verdammt nochmal das Depot von Blumon Systems auf. Ja, also ganz kurze Empfehlung hier. Und das war's. Ja. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, tauschen, handeln, feilschen, suchen, finden und der lustige Chat. Bis dann, tschüss.